Ja, ich muss mein Paket abholen gehen. Die Abholfiliale liegt ganz in meiner Nähe, glücklicherweise. Aber trotzdem manchmal nervig, dass ich irgendwo hingehen muss, nur um mein Paket zu bekommen. Wenn du nicht schaffst, dein Paket persönlich zu bekommen, dann würde der Bote, bei uns ist das eigentlich die Botin, in deinem Briefkasten so einen Zettel oder einen Abholschein, wie man das nennen will, reinwerfen. Auf dem Schein steht, wo und ab wann du dein Paket abholen kannst. Dann gehst du einfach dorthin und dann einfach sagen, hallo, ich möchte mein Paket abholen. Dann zack, hast du endlich dein Paket in deinen Händen. Na gut. Heute habe ich Geburtstag. Ja, ich weiß. Am Geburtstag allein zu Hause bleiben. Vielleicht findet ihr das nicht so cool, aber für mich ist es eigentlich egal. Sowieso feiere ich meinen Geburtstag eh nicht. So, was hier wohl drin sein kann, weiß ich auch nicht. Mein Geburtstagsgeschenk von Sören habe ich schon bekommen, und zwar diese Kamera vor mir und auch viele Kleinigkeiten, die mir sehr gut gefallen haben. Aber er hat mir schon wieder etwas geschenkt. Oh Mann, das ist sehr nett von dir, Sören. So alt. Ich hatte ja keine Ahnung. Ja, er ist jünger als ich. Nur ein Jahr jünger. Oh, eine Geburtstagskarte hat er geschrieben. Das lese ich bis ins später. Das ist echt witzig. Diese Gesichtsmaske wird in ganz Deutschland verkauft, meistens bei DMs. Aber guck mal, hier steht koreanisch Poseptagung, aber in total hässliche Schriftart. Kulimche, Avocado Maske, auch in Kulimche. Das ist ja Hammer. Anmyeon Maske. Wer sagt Anmyeon Maske? Vielleicht in Nordkorea, aber nicht in Südkorea. Aber cool, ist das wirklich Made in Korea? Hier steht nur hergestellt in Korea. Süd oder Nord? Das weiß niemand. Ich wette, Nordkorea. Aber danke, Sören, für meine alte Haut und für meine Falten da. Sehr lieb von dir. Oh, ein Häkelset. Affe Louis. Aber das ist ein Häkelset. Denn wieso ist die Box so ganz leer? Irgendeine komische Postkarte. Eine Oma. Ah, hier schreibt der Sören. Eigentlich wollte ich dir diesen coolen Affe Louis häkeln. Aufgrund meiner Grobmotorigkeit konnte ich ihn nicht rechtzeitig fertigstellen. Ich denke, zu deinem nächsten Geburtstag ist er dann fertig. Okay. Du hast das nicht geschafft, aber du hast zumindest versucht. Ne? Und nochmal eine süße Karte. Oh, das ist einfach so sehr lieb. Ja, er ist einfach immer so lieb. Dulgi. Wo denn hat er so etwas gefunden? Und? Wo? Asahi. Also drei Flaschen von Asahi Bier. Ich weiß, warum er Asahi Bier gekauft hat. Japanisches Bier lässt sich in Deutschland nicht so ungewöhnlich finden, aber koreanisches Bier, Haid zum Beispiel, Obi, nee, nirgendwo zu finden. Oh, das ist unser Bild, das wir bei mir in Weimar zusammen gemacht haben. Alles Liebe zum Geburtstag. Und dann an der anderen Seite hat er auch schon wieder etwas geschrieben. Das lese ich auch nachher. Und dann, goldig. Aber wieso? Ah, das ist ein Glückslicht zum Geburtstag. Dieses Glückslicht leuchtet für Emily. Also, das bringt mir Glück mit. Sehr schön. Ich meine, solche Kleinigkeiten, ne? Bild, Karten, Gesichtsmaske, Bier, auch Tolgim.
Solche Geschenke mag ich lieber als teure Geschenke. Ja klar, hat Sören mir schon viele teure Sachen auch geschenkt, aber von diesen kleinen Dingen her kann ich sehr gut wissen, dass er immer an mich denkt und dass er immer etwas Schönes für mich machen will. Was ist das denn? Hat er das selber gemacht? Ja, bestimmt etwas drin? Oder kann ich das überhaupt? Ah, nein! Sorry! Na, ich muss ihn mal fragen, bevor ich das kaputt mache. Jetzt weiß ich sehr gut, was ich machen soll. Bier trinken? Nein, das auch, aber